Wir befinden uns gerade bei Respekt Nummer 9. Alexander Buch an meiner Seite im einzigen Frauenkampf des Abends. Erfolgreich gewesen. Fass am besten mal kurz zusammen, wie der Kampf verlief. Wir haben uns im Stand so ein bisschen abgetestet. Ich habe ein bisschen geschlagen, getreten. Dann war relativ klar, dass sie versuchen wird, den Kampf zu Boden zu bringen. Das konnte ich im Laufe der Runde immer besser verteidigen, sag ich mal. Am Boden konnte ich sie aber auch ganz gut neutralisieren. Dann hatten wir kurz eine Open-Guard-Situation in der ersten Runde. Da konnte ich dann ganz gut einen Upkick zum Kopf, also mitten auf die Nase, glaube ich, anbringen. Was einen Cut zur Folge hatte. Und dann wurde der Kampf, in der zweiten Runde irgendwann abgebrochen wegen des Cuts. Hat dich das gewundert oder ging es zu langsam davon aus? Also, wie du gerade schon erwähnt hast, der Cut hat ordentlich getroffen und es gab viel Blut. Ja. Der Arzt außerhalb hat sich das mehrfach angeguckt und irgendwann hat er gesagt, das geht nicht mehr. Naja, man hofft natürlich drauf. Also ich habe schon, als das erste Mal unterbrochen wurde von Marco Pörsen, gedacht, vielleicht ist es schon vorbei. Habe dann aber gedacht, hoff nicht zu sehr drauf, konzentrier dich drauf, gleich geht's wieder weiter am Boden, mach dein Ding da irgendwie weiter, versuch gleich wieder die Position zu verbessern, verlass dich nicht da drauf. Aber dann haben wir natürlich auch ganz klar meine Ecke mir gesagt, arbeite da drauf hin, wenn du am Boden bist, wisch hier schön durchs Gesicht, versuch den wieder aufzumachen. Natürlich ist das dann auch Taktik. Ja, das ist dir offensichtlich gelungen. Gehen wir kurz auf den Bodenkampf ein. Also Megan van Houten ist ja bekannt als Judo-Jiu-Jitsu-Kämpferin. Mhm. Wie zufrieden bist du mit deinem Bodenkampf und konnte sie dich jemals in Gefahr bringen? Sie hat mich schon sehr gut gehalten und neutralisiert. Angegriffen hat sie mich ja eigentlich nicht, außer mit dem einen Fußhebel. Als ich einen Heelhook angesetzt hatte, hat sie natürlich versucht zu kontern, hat die Ferse aber nicht zu packen bekommen und ich habe sie auch wieder auf die andere Seite rüberdrehen können, dass mein Bein halt wieder frei war. Leider konnte ich den Heelhook selber nicht wirklich genug ansetzen. Das ist immer ein bisschen schwierig mit den dicken Handschuhen. Richtig gefährlich geworden ist sie mir auch am Boden nicht, würde ich sagen. Also ich glaube, ich habe sie zweimal attackiert, einmal mit dem Heelhook und einmal noch mit so einem halben Armbar. Den hat sie natürlich gut verteidigt und ich denke, sie kann auch sehr viel, aber ich glaube auch, dass sie ein bisschen eingeschüchtert war vielleicht von den Schlägen. Und das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, den Armbar, den du gerade ansprachst. Wie tief saß der deiner Meinung nach? Bestand da vielleicht die Chance, den zu finalisieren? Der war recht gut drin, aber sie hat ganz schnell verriegelt und ich habe gedacht, auf so ein Kräftezehren, dass ich ziehe jetzt an deinem Arm, lasse ich mich nicht unbedingt ein. Die hat schon sehr kräftigen Händedruck und ich denke auch einigermaßen Power in den Armen, dafür macht sie lange genug Judo und BJJ. Da wollte ich einfach nichts riskieren und habe gedacht, gut, ich kann an der Seite noch ein paar Schläge anbringen, bevor ich das jetzt riskiere und unten lande, halte ich und dann wird Marco uns wieder aufstehen lassen und dann habe ich ja das, was ich auch will. Ja, im Endeffekt die richtige Taktik, wie man gesehen hat. Lass uns auf diesen Upkick kurz eingehen. Ist das eine Sache, die du vielleicht speziell trainierst oder war das so eine Art Glückstreffer? Also ich mache schon ganz gerne Upkicks und neulich beim Training gab es da einen kleinen Unfall in ähnlicher Situation, dass ein Trainingspartner von mir im Sparring runter wollte und ich gerade einen Upkick ansetzen wollte. Der hat sich leider auch einen Cut zugezogen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. An dieser Stelle vielen Dank, Dominik Tschense, dass du deinen Kopf dahin gehalten hast. Es war jetzt nicht speziell trainiert, aber es ist schon eine Technik, die ich sehr gerne mache, weil ich einfach lange Beine habe und da unten untätig rumliegen hilft ja auch nicht weiter. Du trainierst ja normalerweise mit Sebastian. Jetzt haben wir in deiner Ecke gesehen, der Mario Stapel war auch da. Ist das jetzt ein zusätzlicher Trainer von euch oder gehört jetzt inzwischen zum Team? Nee, das überhaupt nicht. Wir haben schon zwei eigenständige Teams, aber Marco und Sebastian kennen sich schon sehr lange und trainieren, ich glaube, seit 2005 oder 2006 miteinander. Und wir fahren den halt immer mal wieder besuchen, um mit ihm zusammen zu trainieren. Er kommt hin und wieder zu uns, gibt Seminare, ist da. Und um Sebastian so ein bisschen zu entlasten, haben wir ihn halt gefragt, ob er mit in die Ecke kommt, weil das natürlich als Trainer, Freund und selber Kämpfer eine Dreifachbelastung ist. Und das ist schon ganz gut, wenn man jemand Professionelles an der Seite hat, der einen noch unterstützt. Danke Mario auch an dieser Stelle nochmal. Ist super mit ihm in der Ecke. Ja, abschließend bleibt jetzt nur noch die Frage, wie geht's mit dir weiter? Jetzt hast du endlich wieder einen Sieg geholt. Was heißt das für die Zukunft? Willst du bald schon wieder in den Ring oder gibt's spezielle Pläne außerhalb Deutschlands, in Deutschland? Wie sieht's aus? Spezielle Pläne gibt's nicht. Also ich sag immer wieder, mein Plan ist, die beste Kämpferin zu werden, die ich sein kann. Solange mir das Spaß macht, möchte ich gerne noch Kämpfe machen. Ich hatte sehr lange Pech mit Verletzungen, sowohl meinerseits, aber auch die Gegnerin, die sich dann kurzfristig verletzt haben. Als Frau ist es immer schwierig, da Ersatz zu bekommen.
Ich freue mich über Kampfangebote im Inland, im Ausland. Und wenn es passt und ich die Zeit habe und Lust habe, dann kämpfe ich auch. Aber Ziele nicht. Ne. Hört sich gut an. Wir wünschen dir dementsprechend viel Erfolg und hoffentlich meldet sich dann jemand, damit wir sie wieder in Action sehen können. Vielen Dank. Alles klar, danke schön.